Jetzt habe ich schon wieder mit Mario gespielt. Das war nicht so gut. Wir wollen noch Luigi nehmen, Mann. Das Charakterauswahlmenü, das ist überspringe ich immer so gerne. Das ist eigentlich ein Fehler. Ja, also es ist sehr unüberschaubar und es ist teilweise auch ein bisschen abschreckend für den späteren Beruf wahrscheinlich, beziehungsweise erst nochmal fürs Studium, weil im Studium musst du im Master halt, wenn du Experimentalphysik als dein Masterfach hast, musst du dann einen Aufbau auch machen von irgendeinem Experiment. Und das stelle ich mir echt schwer vor, aktuell. Aber wie gesagt, wenn du dir diese Informationen alle einzeln aus dem Internet ziehst, wie du anfangen willst, ja, was du überhaupt erstmal brauchst und dann, ja, der zum Beispiel erzählt, dass er ganz viele Sonderanfertigungen machen musste und ganz viele Probleme auch immer wieder aufgetaucht sind. Teilweise Probleme, die überhaupt nicht experimentintern sind, sondern teilweise, er meinte zum Beispiel auch, dass er das Problem hätte, dass in einem Gebäude ein Unterdruck herrscht und deshalb die Belüftung nicht funktioniert, also die Auslüftung nicht funktioniert hat. Und das sind natürlich Probleme, die, da checkst du erst nicht, wo das durchgeht, ja, und also woher das kommt. Und in dem Fall, ach Mann, das war blöd, jetzt muss ich schon wieder neu starten. Ich kann nicht? Warte mal. Muss doch gehen. Tut mir leid, dass wir jetzt das nochmal machen müssen, aber ich war zu ungeduldig. Es wird bestraft. Ja, auch sowas jetzt hier wieder ist unnötig, finde ich. Dass man hier jetzt wieder ein Secret einbaut, wo man ja, im Prinzip nur mit einem Power-Up hinkommen muss vom Anfang vom Level. Und es gibt nur einen Power-Up im ganzen Level. Und wenn du es nicht hinkriegst, dann hast du verkackt. Ja. Das muss eigentlich nicht sein. Obwohl, oben könnte es noch ein Power-Up geben. Das habe ich jetzt noch nicht gecheckt. Kann sein, dass es da tatsächlich noch eins gibt. Das würde es natürlich ein bisschen vereinfachen. Jo. Aber wie gesagt, dann ja, also dem Typen Respekt, 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 dass er das alles hinkriegt. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal auch bei mir ganz gut wird. Wobei ich immer noch nicht weiß, vielleicht gehe ich auch in die Theorie. Das kann ich aktuell noch nicht abschätzen. Es hat beides irgendwie, ja, beides hat seine Vorteile. Experimentalphysik ist halt so ein bisschen, ja, damit, es ist ein bisschen angewandter, du kannst damit auch tolle Sachen finden, du musst nicht unbedingt die mathematisch besten Skills haben, weil du halt vieles über Experimente rausfindest. Natürlich Basic Skills brauchst du in, wie oft bin ich jetzt schon in dem hier für, ich glaube, ich bin bis jetzt immer an dem da verreckt mit dem Power-Up. Jedes Mal. Es ist so unnötig. Naja, wo waren wir jetzt? Bla bla bla, bla 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 bla. Ja, also die Experimentalphysik, genau. Damit kannst du auch schön anschauliche Sachen machen. Und ich meine, als Physiker, gut, können wir gleich nochmal starten. Als Physiker hast du ja auch immer so, also gerade wenn du anfängst mit Studieren, dann kennst du ja die theoretische Physik noch gar nicht. Ja, dann denkst du dir immer so, okay, ja, irgendein cooles Experiment später mal machen und so ein bisschen der Traum von jedem Physiker ist es ja, dann später irgendwann was Weltbewegendes experimentell zu finden. Weil theoretisch kann man zwar auch wichtige Sachen, ich krieg das gerade nicht hin, ich weiß nicht warum. Das ist echt gerade richtig schlecht. Und ich check gerade nicht warum, es tut mir leid. ja, so ein bisschen ist das ja der Traum von jedem Physiker am Anfang. Schätze ich mal. Ja, weiß nicht. Und auch in der Theorie kann man Sachen entdecken, aber dann muss es halt auch immer durch ein Experiment gestützt werden, weil die wildeste Theorie ohne ein Experiment kauft dir keiner ab. Ja. Es sei denn, du bist Stephen Hawkins, aber das ist was anderes. So einen Titel musst du dir natürlich erstmal erarbeiten. Also wenn der irgendwelche wilden Theorien aufstellt und keinerlei Belege dafür hat, dann glaubt ihm trotzdem jeder. Sowas ist ein krasser Status, ein richtig krasser Status. Ja, die Mittelflagge zu aktivieren ist eigentlich nicht das Schlauste. So, ich weiß aber auch ehrlich gesagt, hier gab es kein Power-Up, oder? Nee. Gut, hier warten wir jetzt nochmal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich dem hier entgehen soll. Aber das sieht ganz gut aus. Genau. So, jetzt hier oben nochmal warten. Warten, warten, warten.
Und warum nehme ich hier eigentlich nicht die Schlüssel mit? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man die ja beim Rückweg noch mitnehmen. Achso. Ich wollte schon sagen, irgendwo muss ich da jetzt hinkommen, oder? So. Kommt hier jetzt schon die Grütze? Ja. Okay. Das Problem wird jetzt sein, wenn ich nicht alle Schlüssel auf dem Rückweg erwische, haben wir ein großes Problem. Aber ich denke, die lagen so sozial... Na. Ich denke, die kriegen wir auch mitgenommen. Ja. Coole Pose, Luigi. Sehr coole Pose. Ja, sehr sexy. Ist in Ordnung. So. Und weg hier. Würde mich mal interessieren, was passiert, wenn der Nebel hier das einschließt, obwohl man noch nicht alle Schlüsselteile hat. Ob man dann wirklich drauf geht oder drauf gehen muss. Oder ob es irgendwas anderes gibt. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall sind wir froh, dass wir das Level endlich mal geschafft haben. Und jetzt könnten wir eigentlich beim Wasserlevel nochmal reingehen. In der Hoffnung, dass wir unser Power-Up behalten können. Weil wenn wir da direkt am Anfang eine Feuerblume absahen, können wir die in unser Inventar packen und wir die Katze rausholen und dann könnten wir später auf jeden Fall den Stern mitnehmen. Das heißt, ich darf jetzt nur nicht Schaden nehmen, bevor ich das erste Mal von irgendwas getroffen werde. Besser wär's. Ja. Ja. So viel dann dazu. Also ich weiß nicht, diese Labordurchführung, Laborführung hat... War ein bisschen abschreckender Natur, ich weiß es nicht. Es ist aber auch, ja, das Problem ist, wie bei vielem auch in der Informatik, in vielen naturwissenschaftlichen Bereichen, weiß nicht, in der Informatik kennt man das vielleicht. Ihr habt, jemand hat ein richtig cooles Programm irgendwie geschrieben und versucht es euch zu erklären und ihr seht dieses Programm einfach und denkt euch, what the fuck? Okay, was mache ich jetzt hier eigentlich? Ich glaube, ich hätte ein Power-Up schon mitnehmen können und habe es einfach verpennt. Das wäre natürlich nicht so optimal. Und das war knapp. Okay. Okay, okay. Kriegt man jetzt hier noch ein Power-Up? Bitte lass es hier noch eins geben. Bitte. ach ja, hier gab es die Feuerblume. Richtig. Die kann man mitnehmen. Dafür sollte man dann nur im richtigen Moment losschwimmen. Und jetzt wieder schnell nach oben. Schnell weg, 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 weg. Okay, das war knapp. Nicht Pause, sondern Glocke. Danke. Okay, wenn das jetzt gebuggt hätte und ich die Glocke... Naja, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also wenn ich jetzt den Pilz... Also die Feuerblume für den Pilz verloren hätte. Was eigentlich nicht möglich ist. Aber wenn man ganz viele schnelle... wenn man schnell ganz viele Items hintereinander einsammelt, weiß man nie, was so ein Spiel damit macht. Also ist immer ein bisschen fragwürdig. Gut. Hier den Koopa. Lassen wir mal Koopa sein, glaube ich. Machen stattdessen lieber nochmal die mega coole Fähigkeit. Yeah. Mit Katze ist aber nicht so cool, finde ich. Da hätte man sich durchaus was Cooles überlegen können. Ja. Ja, also wenn man so einen kleinen Einblick hat, oder wenn man Einblick hat in ein großes Projekt, dann kommt einem das immer sehr unüberschaubar vor, ja. Aber, wie gesagt, in der Informatik, wenn ihr ein Programm mal von einem Kumpel gesehen habt oder so, oder von einem Lehrer oder was auch immer, wenn ihr da mal zuguckt, was die da so teilweise geschrieben haben, dann ist es ganz, ganz schwer, das nachzuvollziehen, wenn man da als Laie quasi rangeht und sich dieses Programm anschaut. Es ist auch unglaublich schwierig, wenn dir jemand ein Programm gibt, das unkommentiert ist, also nicht mit irgendwelchen Kommentaren versehen, dann zu merken oder zu analysieren, was dieses Programm macht. Das haben wir einmal in Info machen müssen, mit einer relativ hässlichen Programmiersprache. Also an der Uni in Info. Mit einer ziemlich hässlichen Programmiersprache. Und das ist echt nicht ohne. Ja, das. Da hängt man schon mal seine Stunden dran, bis man so ein relativ kurzes Programm, was du selbst teilweise vielleicht sogar in einer Viertelstunde geschrieben hättest, nachzuvollziehen. Und ich glaube, dass es bei Laboraufbauten ganz ähnlich ist, ja, weil die Leute wissen ja, was sie wo gemacht haben und warum sie was wie gemacht haben. Wie komme ich jetzt hier unbeschadet? Achso, ja gut. Es war gerade ein bisschen fragwürdig, aber es hat ja nochmal funktioniert. So, hier hinten haben wir wieder. Was sollen das eigentlich für Fische darstellen? Ich habe keine Ahnung. Ganz im Ernst. Hammerhaie? Ein bisschen sieht's danach aus. Ich brauche eigentlich nicht mal die Zielflagge, also die Goldflagge, aber ja,
Mit Luigis Level abschließen wird nicht ganz so verkehrt sein. Was ich zumindest ganz gut finde, ist, dass man auf der Karte angezeigt bekommt, mit welchen Charakteren man ein Level abgeschlossen hat. Wobei ich nicht weiß, dass man, ob man hier mit beiden angezeigt bekommt. Weil ich habe jetzt nur mit Luigi und Mario abgeschlossen. Aber ich sehe jetzt nur eine Elf-Fahne. Kann man das irgendwo sehen? Ich bitte euch um Hilfe, weil wenn man das nirgends sehen kann, wird das... Da muss ich ja quasi jedes Level nochmal mit allen Charakteren durchspielen, weil ich keine Ahnung habe, mit welchen ich das als erstes durchgespielt habe. Das wäre richtig kacke. Weil dann hätte es ja überhaupt nichts gebracht, manche Level mit zwei Charakteren zu spielen, weil ich nicht mehr weiß, welche das waren. Okay. Ein auf- und absteigendes Lava-Level. Sieht jetzt erstmal machbar aus. Zum Glück sieht man hier, bis wohin die Lava ungefähr geht immer. So, lohnt es was, den da auseinanderzunehmen? Ne, hier kommen wir doch her, oder? Ja. Da hoch würde ich halt gerne. Aber mit der Katze wäre es auch eigentlich möglich, da hoch zu gehen. Machen wir einfach mal. Kann ja nicht schaden. Das kann jetzt nicht nur für einen Pilz gewesen sein, oder? Ich bitte euch. Das war nur für einen Pilz? Das kann eigentlich nicht sein. Das ist absoluter Schwachsinn. Weil, wenn man da hochkommt, hat man ja schon den Katzenanzug. Das war knapp. Wie gesagt, zum Glück bekommt man angezeigt, bis wohin die Lava geht. Ansonsten hätte dieses Level hier durchaus mehr Gefahrenpotenzial. Und die Knochentrockens nerven auch nur ein ganz kleines bisschen hier auf der engen Plattform. Naja gut, ja, was wollte ich noch erzählen? Irgendwo wollte ich noch drauf hinaus. Ich hab's aber... Oh, gerade eben hatte ich's doch noch. Genau, ja, das Leiterproblem, was ich letztes Mal angesprochen habe. Wir haben das jetzt in der Übung durchdiskutiert. Und es war tatsächlich sogar halbwegs verständlich, was die Lösung davon war. Ich weiß aber nicht, ob ich dies korrekt wiedergeben kann. Also, Ursprungsproblem habt ihr vielleicht noch... Scheiße. Wie kann ich denn da hinkommen? Hä? Was? Ach ja, Bumerang. Ja, und das war der Tod. Mit einem Bumerang kann ich da hinkommen, ganz klar. Logisch. Warum habe ich das nicht schon vorher bemerkt? Aber das wird hundertprozentig nicht das erste Secret gewesen sein. Da habe ich doch 100% schon wieder was verpasst. Aber ganz, ganz sicher. Aber hier oben gibt es ja auch nichts. Kannst du nicht mal einen Wandsprung machen an der Wand. So, jetzt gucken wir mal, ob das hier tatsächlich so das Ende ist. Okay, die Lava sollte eigentlich gleich wiederkommen. Oh. Ah, so kann man die also killen. Okay, das war doch der erste Stern. Den Bumerang brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Das war jetzt vielleicht nicht so clever. Mit ein bisschen Bedacht sollte man vielleicht dann doch spielen. So, du gehst erstmal ein bisschen baden. Magst du, glaube ich. Ach ja. Ja, dass die so Feuerspuren auf dem Boden hinterlassen, ist uncool. Das macht es gleich dreimal so schwer. Aber mit einem Bumerang-Anzug sollte man es eigentlich hinbekommen. Ja, das Leiterproblem. Was war das Problem dabei überhaupt nochmal? Relativistik und so. Du kommst mit naher Lichtgeschwindigkeit an eine Scheune ran. Und die Scheune ist eigentlich... Also du hast eine Leiter dabei und die Leiter ist eigentlich größer als die Scheune. Aber... wenn du dich bewegst, ist im Bezugssystem, also du triffst halt einen Bauern und der Bauer wettet dann mit dir, dass seine Leiter da reinpasst und du sagst niemals, hast auch recht, weil wenn du laufen würdest, ja, wenn du schnell läufst, dann gibt es eine Lenkkontraktion von der Scheune, das heißt, die wird kleiner. Die Scheune wird kleiner, das heißt, du passt da auf jeden Fall nicht rein. Okay, da muss ich jetzt nochmal, das muss gut getimt werden hier. Du passt auf jeden Fall nicht in die Scheune rein, weil die Scheune in deinem Bezugssystem, wenn du schnell läufst, auch noch kleiner wird. Aber im Bezugssystem vom Bauern, wirst du reinpassen, weil du kleiner wirst, weil du dich relativ zu seinem Bezugssystem mit einer hohen Geschwindigkeit bewegst. Das war so der Ausgangspunkt. Hier gab's doch was, das war doch klar. Und was soll das da unten jetzt? Okay, das mit den Feuerbällen hier ist gar nicht mal so gechillt.
Hier gibt's nur Münzen? Unnötig. Richtig unnötig. So. Ich wollte schon sagen, hier sterbe ich jetzt aber nicht, oder? Das wäre ein bisschen mies gewesen. Aber wir haben das Level geschafft. War... Eigentlich wäre ich da gerne oben lang gegangen. Aber die eine Münze... Pah. Da kann man mal drauf scheißen. Lauf, lauf. Hier kann man nochmal neu Anlauf nehmen. Ja, und hier kommt eine Flamme. Ist mir aber relativ egal, weil wir die Goldfahne haben. Wunderbar. Ja, also das Problem ist, in deinem Bezugssystem wird die Scheune noch kleiner. Das heißt, du passt nie im Leben in diese Scheune rein mit deiner Leiter. Und im Bezugssystem von dem, der in Anführungszeichen ruht, weil Ruhe gibt's eigentlich nicht in dem Fall, weil jedes Bezugssystem seine eigene Ruhe hat. Aber dem Ruhesystem ist, bevor du losgelaufen bist, sagen wir so. In dem... Sein Bezugssystem bewegst du dich halt schnell. Nee, bewegt sich das sein Bezugssystem gegenüber dir schnell. Und das heißt, du wirst für ihn kleiner. Also dein Leiter wird für ihn kleiner und du passt rein. Erstmal so das Paradoxon. Kann man so stehen lassen? Ja. Dann muss man sich einfach vorstellen, dass man in einem Bezugssystem reinpasst, im anderen nicht. Ist ein bisschen seltsam, aber kann man so stehen lassen. So, das Problem war jetzt ja, das war... Ich krieg's nicht mehr timingmäßig hin. Aber ich will auch zu schnell das jetzt immer machen, das ist das Problem. Das Problem dabei war jetzt, wenn der Bauer die Tür zumacht, beziehungsweise beide Türen zumacht, was passiert dann? Ja, was wird dann passieren, wenn er beide Türen zumacht und direkt wieder aufmacht? Das war die Frage. Wenn er beide Türen gleichzeitig zumacht und direkt wieder aufmacht. So, was man dazu noch wissen muss, also... Was gruselig wäre, wenn er beide Türen zumacht, in deinem System wären dann die Türen zu und du wärst eigentlich zu groß für die Scheune. Das heißt, du würdest nicht mehr reinpassen, aber die Türen wären zu, während du drin bist. Seltsam. Sehr seltsam. Kann eigentlich nicht sein. 130, die haben wir doch locker zusammen. Wir haben 190, mein Freund. Was willst du eigentlich? Pam.